Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne diesen Betrag von meinem Konto abgehoben. Oh, Herr Weinert. Augenblick, bitte. Ja, Herr Weinert, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Wir haben schon den ganzen Tag auf Sie gewartet. Ach, wirklich? Ja, leider gibt es schlechte Nachrichten. Oh. Wir hatten heute Nacht hier einen Einbruch. Das ist in der Tat eine schlechte Nachricht. Und ganz besonders für Sie. Für mich? Wieso? Ja, weil der Einbrecher Ihren Karton gestohlen hat. Mein was? Nun, Ihren Karton. Sie wissen doch, dieser kleine Schuhkarton, in dem wir das Geld für unsere Kunden aufbewahren. Ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Nun also, wenn Sie bei uns Geld einzahlen, Herr Weinert, nicht wahr? Dann tun wir dieses Geld in einen Schuhkarton, schreiben Ihren Namen drauf und legen die Schachtel im Garten unter eine Bank. Und deshalb nennen wir uns ja auch Bank. Ist das nicht ein bisschen unsicher? Nö, wir tarnen das Ganze mit einem Zweig. Also unsere Zweigstelle. Ja, und jetzt können Sie mir kein Geld auszahlen. So ist es. Tut uns leid. Ja, ist denn nur mein Geld gestohlen worden? Nein, auch der Karton von Fräulein Menzel, unserer Mitarbeiterin. Ja, mein ganz neuer Karton ist weg. Das ist aber unangenehm. Ich hatte immerhin über 12.000 Mark auf meine Karton. Ja, es tut uns ja so leid, Herr Weinert. Deshalb haben wir zum Trost ein bisschen für Sie gesammelt. Bitte Sie. Das wäre aber doch nicht nötig gewesen. Wir wünschen uns so sehr, dass Sie das annehmen. 32 Euro. Und wenn Sie das bitte hier quittieren würden, Herr Weinert, Sie können das Geld natürlich auch wieder bei uns einzahlen. Wir haben doch einen Karton. Nein, nein, um Gottes Willen, ich brauche das Geld. Ich habe schließlich Frau und Kind zu ernähren. Herr Weinert! Das Ganze war nur ein Scherz. Und ich bin drauf reingefallen? Natürlich nur ein Scherz. Mensch hat Ihren Karton geklaut, Herr Weinert. Hier ist er.